Eine Möglichkeit, mit den Karten zu arbeiten, ist, dass Sie alle Karten vor sich auflegen, so wie hier, und als erstes mal kurz vielleicht die Augen schließen, ein paar tiefe Atemzüge machen und dann mit dem Fokus, welche Karte springt mir am meisten in meine Augen, welche fällt mir am meisten auf, wo fühle ich mich hingezogen mit dem Aspekt dann, wenn Sie die Augen öffnen, die Karte zu wählen. Natürlich können Sie sich auch Zeit lassen, einfach mit Ihrem Blick über die Karten zu gleiten und dann diese Karte, die die meiste Aufmerksamkeit in Ihnen erzeugt, wählen. Machen wir das mal gemeinsam. Ich wähle jetzt eine Karte. Ich nehme jetzt mal die. Und jetzt erlauben Sie sich, in diese Karte hineinzufallen. Nehmen Sie nicht gleich das Büchlein. Natürlich können Sie das auch machen, aber lassen Sie sich ein bisschen verzaubern von den Farben, von den Formen. Und wenn ich nun so in diese Karte hineinblicke, dann nehme ich dieses Blau, dieses sanfte Blau und die Grüntöne wahr. Ich sehe auch ein bisschen Lila, da auch ein bisschen Rosa, Lila, und für mich so die Bedeutung von Blau ist Ruhe, Entspannung, dass alles in Ordnung ist. Auch kann ich Bewegung in dieser Karte wahrnehmen, so wie ein Fluss, es darf sich was lösen. Dann nehmen Sie ein paar Atemzüge und fühlen Sie einfach nur dieses Bild. Dann können Sie natürlich auch die Karte wenden und da sehen Sie dann die Bezeichnung der Karte Flussdrache mit der Nummer 29. Sie können da auch schauen, Flussdrache im Zusammenhang mit dieser Karte. Was kann ich nun wahrnehmen oder was macht das mit mir? Ein bisschen Aufregung, ein bisschen was Neues, dann vielleicht können Sie da ein paar Augen wahrnehmen, ein bisschen, ne, oder einen Drachenrücken. Lassen Sie sich wirklich absolute Freiheit in dem, was an Impulsen, an Intuition auftaucht. Und natürlich können Sie auch das Büchlein wählen. Ich lege das jetzt mal daher zum Flussdrachen. Nummer 29, das ist das Büchlein dazu, die Kunstbotschaften. Wähle ich die Nummer 29 und da steht beschützt sein. Fühl mich hin und her gerissen, einfach nicht ganz, verstehe die Welt nicht mehr, vermisse ihren Glanz. Doch werde ich nun gewahr, erinnere mich, dass dies einer Ordnung entspricht, die sich beinahe entzieht aus meiner Sicht. Aber nur beinahe, denn jetzt tauche ich ein in die Ruhe, die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist, auch wenn ich es nicht sehe. Weitere Bedeutungen sind, es ist okay, genauso wie es ist, auch wenn ich es im Moment noch nicht verstehen kann. Als Frage dazu, wie kannst du dein Vertrauen stärken? Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bild, auch wenn die Zeit ein bisschen unruhig ist, ein bisschen wild vielleicht ist, es ist völlig in Ordnung, wie es ist, auch wenn ich es noch nicht wahrnehmen kann. Von einer höheren Ebene aus hat alles seine Richtigkeit. Das ist eine Möglichkeit, mit diesen Karten umzugehen. Wie gesagt, nehmen Sie die Aspekte, die Worte wirklich als Anregung wahr. Und vertrauen Sie Ihren eigenen inneren Impulsen.